Aber im Zuge dieser hysterischen, schrillen Verunglimpfungskampagne, auch im Verlauf seiner Amtszeit, ist mir dieser Donald Trump irgendwie ans Herz gewachsen. Ja, es tut mir leid, ich kann auch nichts dafür. Wenn alle auf einen einprügeln, dann wächst bei mir fast zwangsläufig die Zuneigung. Als euer Präsident weiß ich, dass jeder Tag zählt und jeder Mensch zählt. Morgen werde ich unseren Impfplan vorstellen, um unser Ziel von 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen meiner Präsidentschaft zu erreichen. Die amerikanische Industrieproduktion war das Arsenal für Demokratie im Zweiten Weltkrieg. Es wird wieder so sein. Stellt euch eine Zukunft vor mit Made in America. Ja, alles in Amerika hergestellt und alles von Amerikanern. Hallo und grüezi. China Biden verspricht das Blaue vom Himmel herunter und wir werden genau verfolgen, was er verspricht und was er hält. Aber Trumps Make America Great Again so dumm dreist zu kopieren, indem er nun angeblich alle Produkte in Amerika herstellen will und dies nur von waschechten Amerikanern, ist an Heuchelei und Größenwahn nicht mehr zu überbieten. Wer hat die amerikanische Industriebasis im Rust Belt zerstört? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Es war doch ein gewisser Obama mit seinem Vize. Wie hieß er noch? Richtig, ein gewisser Joe Biden. Hey man! Und nun bringt Roger Köppel wie üblich einige Dinge auf den Punkt. Und das war für mich eigentlich das fast größte und erschreckendste Phänomen in dieser Amtszeit von Donald Trump, die totale, durch nichts zu erschütternde Einseitigkeit der Medien. Das hat von angefangen, als er seine Kandidatur bekannt gegeben hat, durch den Wahlkampf, durch seine Amtszeit hindurch. Da wurde ein Bild hergestellt, das gar nicht möglich ist, denn kein Mensch kann nur aus negativen Eigenschaften bestehen. Das ist unmöglich. Der Mensch ist zu dieser Eindeutigkeit nicht fähig, weder im Guten noch im Bösen. Darum konnte diese Berichterstattung gar nicht stimmen. Und die Schweizer haben da einfach mitgemacht, was die anderen auch geschrieben haben. Der Spiegel zum Beispiel, das deutsche Nachrichtenmagazin, hat in einer, kurz nach der Wahl von Trump, ein Titelbild gebracht, wo sie Trump in der Pose eines ISIS-Schlechters mit einer blutigen Machete in der Hand gezeigt haben und abgeschnitten hatte er den Kopf der Freiheitsstatue. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. In den letzten Tagen hat sogar ein Kongressabgeordneter Donald Trump mit Osama bin Laden verglichen. Und Thomas Friedman, der berühmte Kolumnist der New York Times, hat diesen monströsen Vergleich, diese Gleichsetzung Donald Trump als Osama bin Laden sogar noch auf CNN weitergezogen und gesagt, ja, und diese Anhänger von Trump, dieser Kult, dieser Trump-Kult, das seien wie die Anhänger von Osama bin Laden. Und man müsse jetzt eine Art Deprogrammierung, sein Umerziehungsprogramm starten, um diese Verführten und Irregeleiteten wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und hat dann tatsächlich die amerikanischen Bürger, auch Republikaner, mit gemäßigten Muslimen verglichen, die sich gar nicht getraut hätten, gegen Osama bin Laden, also gegen Trump, aufzustehen, weil sie sonst von diesen Domestic Terrorists, von diesem Trump-Kult, von diesen Terroristen tätlich angegriffen worden wären. Also ich kann da nur den Kopf schütteln über diese extremen Beschreibungen, mir fehlen die Worte, ich finde das unglaublich. Und das Unglaubliche ist ja, dass diese Leute, die Trump mit Osama bin Laden vergleichen,
die werfen ja der anderen Seite immer vor, das sei Hetze und die würden da die anderen aufwiegeln etc. Und sie seien gleichsam die Partei des Anstands und des Stils. Also Thomas Friedman merkt gar nicht, dass er das macht, was er im Prinzip seit 4 Jahren Donald Trump vorwirft. Und darum merken sie ja, dass dieses Bild, wo Trump der schwarze, böse Mann ist, und die Demokraten sind die Lieben, das sind die Mutter Teresas, das sind die Gutmenschen. Das geht so nicht auf. Wir sind konfrontiert mit Vereinigten Staaten, in denen es offensichtlich gravierende Differenzen gibt zwischen den politischen Lagern. Und die Wahl von Trump und seine Präsidentschaft war eher ein Symptom dieser Zerklüftung als die Ursache. Aber in den Medien hat man sich nicht einmal in Ansätzen die Mühe genommen, in unseren Medien dieses Phänomen zu ergründen. Stattdessen kultivierte man eine Überheblichkeit gegenüber Trump und eine Überheblichkeit gegenüber seinen Wählern, die ich immer als undemokratisch empfunden habe. Und jetzt darf ich an dieser Stelle ein Bekenntnis bzw. ein Geständnis ablegen. Dieser Donald Trump war mir ja ursprünglich gar nie besonders sympathisch als Immobilien-Tycoon, als The Apprentice-Showstar. Auch als Kandidat ganz am Anfang habe ich das nicht so ernst genommen. Aber im Zuge dieser hysterischen, schrillen Verunglimpfungskampagne, auch im Verlauf seiner Amtszeit, ist mir dieser Donald Trump irgendwie ans Herz gewachsen. Ja, es tut mir leid, ich kann auch nichts dafür. Wenn alle auf einen einprügeln, dann wächst bei mir fast zwangsläufig die Zuneigung. Ich will das jetzt nicht irgendwo hochstilisieren. Aber wenn Sie, vielleicht geht es Ihnen auch so, oder ging es Ihnen in der Schule auch so, wenn auf dem Pausenplatz alle auf einen losgegangen sind, dann hat man doch instinktiv den Drang verspürt, dem Angefeindeten irgendwie zur Seite zu stehen und sich nicht auch noch einzureihen in diese Front der Überzeugten und der Gerechten und der Empörten und der Selbstgerechten. Also die Verachtung und Verunglimpfung, diese frenetische Kampagne, die hat in mir sozusagen die Sympathien für einen Menschen und Politiker wachsen lassen, für den ich ursprünglich eigentlich nicht so viele Sympathien verspürt habe. Und das hat sich dann auch noch verstärkt. Ist mir einfach aufgefallen und an das denke ich heute auch. Stellen Sie sich einmal vor, was dieser Donald Trump und seine Familie in den letzten 4 Jahren haben durchmachen müssen. Ja, ich weiß, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es zurück. Aber trotzdem, ich meine, vom ersten Tag an ist er nicht nur von den Medien verfolgt worden, sondern auch von den Institutionen seines Staates. Kaum war er im Amt, ist diese absurde Verschwörungstheorie lanciert worden, er sei ein von Putin ferngesteuerter Landesverräter mit diesem grässlichen, grauenhaften, unappetitlichen Sexdossier, Stildossier, das angefertigt wurde von einem ehemaligen Agenten, bezahlt indirekt vom Wahlkampfbüro von Hillary Clinton. Das sind Fakten, das ist nicht eine Verschwörungstheorie, so war das. Dann haben sie eine Untersuchung gemacht, 3,5 Jahre lang, Sonderermittler, 48 Millionen Dollar, das hat sich in Luft aufgelöst. Aber wenn Sie die Medienberichte angeschaut haben, ich habe immer CNN geschaut, hatten Sie den Eindruck, jede Sekunde würde jetzt Donald Trump aus dem Weißen Haus abgeführt. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Und jetzt mal unabhängig davon, wie Sie diesen Politiker beurteilen, er ist ein Outsider, ein Nicht-Politiker. Dass man das überhaupt aushalten kann, diese Anfeindungen. Selbst wenn man seinen Anteil da auch beigetragen hat, das will ich gar nicht ausschließen, aber das sind also schon Belastungen. Und jetzt kommen wir an einen zweiten bemerkenswerten Punkt. Alle sind sich einig, ja, Donald Trump ist ja charakterlich überhaupt nicht geeignet für dieses Amt. Er ist ein fürchterlicher Narzisst, ist ein fürchterlicher Egomane. Lustigerweise wurde diese These unter anderem von Schweizer Journalisten, beispielsweise von einem gewissen Roger Schawinski, auch vertreten, der jetzt selber auch nicht unbedingt ein Ausbund an Altruismus und Bescheidenheit und Nicht-Egoismus ist. Also die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Aber alle waren sich einig, auch ich habe das schon geschrieben,
weil ich vielleicht auch der Herde hier dann plötzlich mitgezogen wurde, dass Trump dieser gigantische Egomane sein soll. Bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Also wenn sie durch so ein Stahlgewitter von Anfeindungen marschieren, weiterkämpfen und auch nachweisliche Erfolge dann vorweisen können, dann können sie nicht nur motiviert sein durch ihr eigenes Ego. Also es muss hier einen Idealismus geben, einen Patriotismus, der diesen Trump angetrieben hat. Einfach nur mit ihrem Ego, das reicht nicht, das ist eine Verkürzung. Sie brauchen da mehr, gerade wenn die Widerstände so groß sind. Da kommen wir an den dritten Punkt. Donald Trump hatte zum Zeitpunkt seiner Wahl eigentlich ein perfektes Leben. Er musste nicht in die Politik einsteigen, um jemand zu werden. Das war für ihn nicht eine Karriereoption. Er war ja beliebt, ein unglaublich erfolgreicher TV-Showstar, hat seine geschäftlichen Schwierigkeiten aus den 90er Jahren offensichtlich überwunden, wohlhabend, eine wunderschöne Frau, eine, soweit man das beurteilen kann, intakte Familie. Der hätte nicht in die Politik gehen müssen. Und wenn er in die Politik geht, warum dann mit diesem konfrontativen Stil? Warum hat er sich dann den ganz schwierigen und anspruchsvollen Weg ausgewählt, nämlich sich anzulegen mit dem Washingtoner Establishment? Und zwar nicht nur mit den Demokraten, er hat sich auch mit den Republikanern angelegt, er hat sich mit den Medien angelegt. Und was immer man ihm vorwerfen will, er hat sich für eine Bergtour entschieden. Also er war auf dem 8000er oben ohne Sauerstoff. Nicht, weil er das wollte, sondern weil er offensichtlich musste oder das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier für das, woran ich glaube, diesen Weg hier gehen. Und das ist der anstrengende Weg gewesen. Also auch hier, man muss einfach diese einfachen psychotherapeutischen Deutungen etwas relativieren. Jetzt aber ist die Präsidentschaft Donald Trumps Geschichte und wir haben gestern den Triumph der Demokratie erlebt, gemäß der Ansprache des neuen Präsidenten Joe Biden, der eine hochpathetische 20-minütige Ansprache gehalten hat, ohne eigentlich sehr konkret zu werden in dem, was er politisch anstreben möchte. Er hat sich eben als Heiler, als Versöhner dargestellt, unterstützt von der importierten Hollywood-Corona und von den Vertretern eben jener Kultur, die der Meinung sind, dass man jetzt eben diese Trump-Anhänger, diesen Trump-Kult umerziehen, deprogrammieren muss. Sie haben auch von domestischen, von inländischen Terroristen gesprochen, etc., etc. Also die Leute, die im Prinzip jetzt die Verteufelung weiterführen, sehen sich als die großen Versöhner des Landes. Ich weiß nicht, ob man mit dieser Rhetorik ein Land versöhnen kann und 74 Millionen Wähler abholen kann, indem man sie in den Verdacht setzt, gleichsam inländische Terroristen und Aufwiegler zu sein. Die Demokratie hat gesiegt. Ja, Joe Biden, was wird er machen? Wir wissen es nicht. Er wird vermutlich die Steuern erhöhen, die Deregulierung, die Trump gemacht hat, wieder etwas herunterfahren. Möglicherweise werden wieder Kriege angefangen. Könnte sein. Die Mauer im Süden auflockern, zurückbinden. Es sind ja jetzt Mittelamerikaner, haben sich da in Bewegung gesetzt. Etwa 10.000 Migranten wurden auch schon interviewt. Ja, sie kommen jetzt in die USA, weil Biden versprochen habe, sie hätten die Chance, in die USA zu kommen. Man hat ihnen jetzt gesagt, ja, macht's nicht zu, bleibt noch ein bisschen im Süden. Wir können jetzt nicht gleich alle reinlassen während dieser Inaugurationsparty, aber da setzt sich schon etwas in Bewegung. Also wir werden genau beobachten, wie sich das in den USA jetzt entwickelt. Persönliche Freiheit, Selbstbestimmung und Marktwirtschaft. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ich habe diese Biografie gelesen über Joe Biden von Evan Osnos, übrigens in der aktuellen Weltwoche eine Rezension von Hans-Rudolf Kammer drin. Und ich habe Respekt vor diesem Joe Biden. Ich meine, der hatte auch kein einfaches Leben mit schweren Schicksalsschlägen, ist natürlich der typische Berufspolitiker. Und ich würde mir wünschen, dass er sein Versprechen einlöst und sagt, ich bin der nette, gmöggige Joe Biden, der Nicht-Polarisierer, der jetzt in dieser aufgeheizten Stimmung versöhnt und ausgleicht.
Aber dann muss er sich wegbewegen von dieser sehr, sehr konfrontativen Rhetorik seiner Partei, von dieser Selbstgerechtigkeit, auch von dieser moralischen Überheblichkeit, die unter anderem eben auch darin zum Ausdruck kommt, dass man sagt, Trump habe hier einen Aufstand inszeniert. Dabei gibt es reale Unzufriedenheit in den Vereinigten Staaten, mit der man sich ernsthaft auseinandersetzen sollte. Also wir wünschen von unserer unmaßgeblichen Stelle aus Joe Biden viel Glück. Denn was in den USA passiert, ist sehr, sehr wichtig, auch für den Rest der Welt. Und wenn es den USA gut geht, dann ist das auch eine gute Nachricht für die Schweiz und für Europa.